So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Call of Duty Black Ops 4 und dem nächsten Let's Play aus dem Multiplayer mit der Map Hacienda. Und ja, wir schauen wieder, was hier so abgeht. Die Map finde ich richtig, richtig cool. Ich habe sie natürlich schon ein paar Mal gespielt, aber die Map macht mir persönlich schon viel Spaß. Ist jetzt nicht meine Lieblingsmap, aber ist jetzt auch keine Map, wo ich sage, boah, auf der spiele ich nicht gerne. Es kommt halt immer drauf an, wie gesagt, das ist aber bei jeder Map so, welche Gegner hat man, wie spielen die, sind die gut oder so und gehen die richtig ab oder je nachdem, das ist immer unterschiedlich. Was ich auch ganz cool finde, auf der Map Hacienda gibt es irgendwo einen versteckten Tiger, ich habe ihn noch nicht gefunden, aber irgendwo hier läuft auch ein Tiger rum und manche Fans beschweren sich schon, dass man die Fußschritte des Tigers mit Headset hört und dann nicht ganz die Schritte der Leute orten kann, was ich irgendwie originell finde, dass man sich darüber beschwert. Aber gut, ich habe es selber noch nicht entdeckt. Muss ich mal schauen, wo der genau ist. Aber es soll auf jeden Fall einen Tiger auf der Map geben, der in einem, ja, Käfig ist oder so. Muss ich mal schauen, ob ich das noch finde. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass sowas auf der Map ist. Es gibt ja sowieso auf vielen verschiedenen Maps Easter Eggs und so weiter, wo man dann wieder Sachen finden kann. Oh, die Granate war ein bisschen scheiße geworfen. Auf jeden Fall, ja, das gibt es auf jeder Map, ne? Dass man hier immer wieder mal Easter Eggs hat, die man dann finden kann. Und wenn ich ihn mal gefunden habe, dann weiß ich nicht. Vielleicht packe ich ihn dann mal in ein Video rein, wenn ich wieder mal auf der Map ein Gameplay erspielt habe, wo ich dann hochlade. Und ja, auf der Map ist auf jeden Fall cool, dass man hier verschiedene Laufwege hat. Man kann hier jetzt zum Beispiel hier durch und dann nach rechts zur Mitte. Oder man kann hier links rum. Ich gehe natürlich meistens bei den Maps immer außen rum. Denn wenn man durch die Mitte geht, ist man meistens immer sofort bei zwei, drei Gegnern vor der Flinte. Und dann kann man nicht wirklich sich wehren. Deswegen gehe ich mal außen rum. Da kann man die Gegner flankieren, weil es hier viele Orte gibt, wo man dann von der Seite kommen kann. Wie jetzt hier zum Beispiel. Und ihr müsst dann natürlich auch immer darauf achten, wenn der Spawn flippt, dass ihr sofort euch umdreht. Jetzt zum Beispiel sind viele Leute bei mir in der Nähe. Das heißt dann meistens, dass jetzt auch bald der Spawn flippt. Also das müsste jetzt eigentlich einer der letzten gewesen sein, der da hinten spawnt. Und dann seht ihr auch schon, okay, dann flippt der Spawn, dann spawnen die Leute woanders und dann müsst ihr euch umdrehen, denn dann kommen die Gegner von der anderen Seite. Und das ist gerade bei Team Deathmatch richtig wichtig, denn bei Herrschaft hat man dann zum Beispiel immer dort den Spawn, wo die Flagge eingenommen ist. Und hier ist es eben so, dass man dann immer wechseln muss, ja. Man muss sich immer umdrehen, man muss immer in eine andere Richtung gehen und dann schauen, wo eben die Gegner, aus welcher Richtung die dann kommen. Aber ich mag die Map, die ist wirklich cool designt und ja, hat schöne Laufwege, hat auch ein schönes Layout und sieht einfach auch schön aus. Also vom generellen Design her, wie die Map aussieht, ist es auch sehr schön. Und ist jetzt nicht die größte Map, aber ist jetzt auch nicht klein, ist eher so eine mittlere, würde ich jetzt sagen. Und ja, ich spiele jetzt hier immer noch mit der Vapor, die richtig, richtig gut ist. Ich würde die fast schon Viper nennen, aber die heißt der Vapor. Und die ist richtig gut, die Waffe. Also ich mag die einfach. Seitdem ich die das erste Mal ausprobiert habe, habe ich gemerkt, die liegt mir echt gut. Und mit der komme ich gut klar. Es gibt ja verschiedene Waffen im Spiel natürlich. Aber da gibt es dann halt die eine, die einem mehr liegt und die andere, die einem nicht so liegt. Und ja, ich probiere immer noch herum, welche Waffen mag ich noch, welche nicht so. Also das muss ich mir halt noch anschauen. Aber mit der Waffe komme ich sehr gut klar. Und habe auch schon ein paar coole Tarnungen freigeschalten für die Waffe. Was mich natürlich freut. Jetzt hier kommt wieder dieses kleine Fahrzeug. Da muss man dann wirklich immer im richtigen Moment reagieren. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich der Typ um die Ecke. Genau, das dachte ich mir schon. Das ist nämlich genau der, der das Teil losgeschickt hat. Also damit kann man immer rechnen, wenn dieses Teil rumfährt, dass dann der Gegner auch dann um die Ecke noch kommt. Und ja, ich finde die Map schon ganz cool. Also die macht wirklich richtig Spaß. Und ist auch eine Map, wo es oft dann in den Nahkampf geht, ja, weil man hier verschiedene Positionen hat, wo man dann wieder in den Nahkampf kommt und man kann hier auch auf verschiedene Arten wieder außerhalb des Gefahrenbereichs gehen, wie ihr jetzt hier gesehen habt, aus dem Fenster raus, dann hier wieder links rum, dann rechts rein ins Haus. Man kann dann immer schön die Gegner flankieren. Jetzt kam leider hier von hinten noch einer, das hätte ich wissen müssen, weil wenn einer reinläuft, kommen meistens noch zwei, drei andere hinterher.
Aber ja, man hat hier so viele verschiedene Laufwege, was das Ganze wirklich sehr cool macht, dadurch, dass man halt von allen Seiten ein bisschen flankieren kann. Man muss nicht nur einen Weg gehen, und das Schlimme an Maps ist ja dann immer, wenn es nur einen Punkt gibt, wo man durchkommt, und dann gibt es so sogenannte Choke Points, und dann versammeln sich alle dort, keiner kommt mehr durch und es wird nur noch ein Spawn Killing veranstaltet. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Hier hat man so viele verschiedene Arten, Positionen und Wege, wo man entlang gehen kann. Und deswegen ist es eigentlich auf der Map ganz gut gelöst. Man kann jetzt hier auch über den Balkon drüber und dann einfach links runter. Das finde ich immer ganz gut, wenn eine Map mehrere Punkte hat, wo man dann eben an alle Positionen kommt. Also, dass es nicht nur einen Weg reingeht und einen Weg raus, sondern mehrere Wege. Das finde ich immer gut. Und das zeichnet die neuen COD-Maps auf jeden Fall aus. Also, da gibt es selten Maps, wo man nur einen Weg hat, den man gehen kann. Das finde ich sehr gut. Und das macht mir deswegen auch mehr Spaß am Multiplayer, weil die Maps in der Hinsicht besser gebaut sind. In früheren Teilen gab es öfter, dass es so Punkte gab, wo man nur an einer Stelle durchkam, und wenn man dort halt dann durch wollte, dann wurde man entweder weggesniped oder halt von anderen Leuten dann irgendwie erwischt. Und das ist dann klar, dass das einem nicht so viel Spaß macht. Ich spiele jetzt auch immer mit Drohne, Konterdrohne und Hailstorm, weil ich die irgendwie am nützlichsten finde. Ja, wenn man eine Drohne hat und dann danach die Konter kriegt, dann sind die Gegner eigentlich fast schon blind. Und deswegen spiele ich damit gerne. Die Hailstorm ist halt aktuell auch noch mit die stärkste Abschussserie eigentlich, wo man viele Abschüsse auf einmal machen kann natürlich auch. Und ja, das spiele ich aktuell. Ich habe noch nicht die anderen Sachen ausprobiert. Es gibt so viele andere Abschussserien, die man natürlich noch nehmen kann. Die habe ich aber alle noch nicht ausprobiert, weil, ja, ich bin halt mit dem jetzt hier, was ich ausgewählt habe, sehr zufrieden. Und da muss man halt mal schauen, was ich dann in Zukunft noch nehmen werde, was mir da noch gefallen wird. Und ja, muss man einfach mal gucken. Ja, ich komme dann damit auch wieder zum Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da und schreibt mir mal eure Lieblingsmaps einfach in die Kommentare, was euch am liebsten gefällt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder natürlich. Wenn es euch gefallen hat, ne, wie immer ein Däumchen da lassen. Und ansonsten schaut mal in die Playlist. Da gibt es noch mehr Videos von Black Ops 4. Und dann sage ich bis bald, euer Monster.